So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Oh yeah, im letzten Part haben wir die drei legendären Raubkatzen getroffen und Suicune fand uns wohl sehr interessant und hat dann gedacht, ach nee, der ist doch scheiße und ist einfach weggerannt. Wir haben außerdem die Arena von Teak City ziemlich gesäubert, bis auf Jens selbst und ich habe mich geheilt, wie angekündigt und ich denke mal, Weberak macht den Auftakt, warum eigentlich nicht? Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass die legendären Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an die Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Oh, noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre regenbogenfarbene Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Naja, wenn wir jetzt deinen Orden abzwacken, ist das vielleicht eher kontraproduktiv, ne? Aber vielleicht... Man wächst ja trotzdem durch den Kampf, nicht wahr? Man kriegt ja trotzdem Erfahrung. Außerdem erstmal abwarten, vielleicht schaffen wir das ja gar nicht. Ich weiß nämlich nicht, auf welchem Level er ist. Aber das Nebulak sollte ja schon mal kein Problem sein. Wobei ich auch generell eher zuversichtlich bin. Und das ist ein guter Auftakt für mich, dankeschön. Wie viel KP hat Nebulak? Eigentlich sollte es nicht viel haben, aber ich denke, es reicht trotzdem nicht aus, ganz knapp. Ja. Leider, leider. Und dann kriegen wir jetzt auch Fluchschaden erstmal. Gut, aber Weberak kriegt das auf jeden Fall noch da. Weberak ist schneller? Was hat er eingesetzt für eine Attacke? Huh. Level up auf jeden Fall. Level 21. Sehr gut. So, nächstes Pokémon ist Alpollo. Alpollo, Alpollo, Alpollo. Hat Radikal irgendwas zum Angreifen? Wirklich? Ich weiß nicht. Ich schicke mal Tyrakrok raus. Warte, hat er nicht sogar schon Gengar? Fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht. Hat er vielleicht alle Geist-Pokémon, die es gibt? Keinen Plan. Wir werden es bald herausfinden. Los, Tyrakrok. Zeig mal mit deinem Surfer, dass du guten Schaden ver... Oh, oh nö. Das ist so nervig. Schlaf ist immer wieder nervig. Das Einzige, was nerviger ist als Schlaf, ist... Verwirrung, finde ich tatsächlich sogar noch. Wobei Schlaf meistens ja irgendwie noch verheerender ist. Wie man den gerade effektiv sehen kann. Denn Schlaf in der zweiten Gen scheint sowieso irgendwie unendlich lange zu wirken. Zur Not muss ich... Ja, muss ich dann nochmal den Beleber auf Tyrakrok benutzen. Nein, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, ne? Wir rechnen auch mit Hypnose. Blödkopf. So, dann schicken wir doch mal... Ja, was schicken wir dann? Weberak. Einfach mal so. Ich finde den Ruf so niedlich von Weberak. Das klingt so richtig so... Oh Gott, warum? Genauso klingt es. Das klingt so richtig... Gott, warum? Geht das jetzt immer so weiter? Ja, jetzt kommt noch ein Fluch. Und dann natürlich genau eine ungerade KP-Zahl, dass er jetzt dadurch nicht besiegt wird. Oh Mann, ich glaube, ich habe noch einen Aufwecker, aber den spare ich mir lieber auf. Man weiß ja nicht, was noch so kommt. So, jetzt wach doch mal direkt auf. Haben wir sowas schon mal erlebt? Ich glaube nicht. Wir haben ja immer 5 Runden geschlafen, ne? Dürfen wir auch nicht. Wir dürfen nicht aufwachen. Hey, das Gute ist, Apollo wird jetzt auf jeden Fall besiegt. So, ich würde mir jetzt gerne mal mein Team angucken, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das geht ja nicht, ne? Nein, ich darf mir nicht die Attacken angucken. Radikal, was hat es? Hyperzahn, Ruckzuckhieb. Ich glaube, es hat echt nur normale Attacken. Das ist äußerst ungünstig. Na gut, dann muss die Geheimwaffe herhalten. Na, was fertig? Los, Vulcano! Gut, keine Hypnose. Dieses Apollo hat ganz schön Schaden angerichtet. 2 Pokémon besiegt und 1 fast zur Hälfte runtergeknüppelt. Mann, Mann, und er hat noch 2. Was kommt denn da jetzt noch? Er hat tatsächlich Gengar. Er hat tatsächlich Gengar. Gengar, Gengar! Na gut, wir bleiben mal Vulcano. Wie böse es grinst. Jetzt bin ich angriffslevel 25, ich glaube auch. Und Spukball auch noch. Tschüss, Vulcano, oder? Wobei, es ist physisch. Na, es ist Step. Ich habe nicht gesagt, okay, Mogelbaum, es hängt alles an dir. Es hängt alles an dir! Warte mal, ich könnte natürlich das Mimikry machen, aber ich bezweifle, dass ich so viel aushalte. Ich probiere es mal. Nein! Hör auf damit! Hey, das klappt sogar. Keine dumme Hypnose immer hier. Blödkopf. Oh, Mann! Jens, du bist eine Sackrate, du nervst.
So, habe ich noch Aufwecker? Ich glaube, wenn ich den Kampf verliere, was ganz so aussieht, dann hole ich mir erstmal 10 Milliarden Aufwecker gleich. Ich hab nichts mehr. Hab nichts mehr zum Aufwecken. Ach, natürlich, das auch noch. Ich hätte lieber den... Boah, ist klar. Und natürlich. Ja, gut, die erste Runde pennt man ja immer. Ja, RIP, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht, Leute. Nope. 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 Definitiv nicht. So, ich guck mal, ob Radikal irgendwas hat. Ich meine aber, der hätte nix. Nee. Tackle war die andere Attacke. Ja, los, Routenschlag. Einfach so unnatürlich, Hypnose. Und es trifft auch wieder. Oh, dann mach's doch wenigstens schnell, Jens. Dann mach's doch wenigstens schnell. Traumfresser. Flop. Aber keine Aufweckbären oder irgendwie sowas, ne? Nee, nicht wirklich. Der macht viel zu viel Schaden. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe einfach erst die Route links ab und besiege Jens ein andern Mal. Das ist mir gerade ein bisschen zu doof, wenn ich auf Level 25 bin oder so. Ich habe jetzt auch keine Lust, für Level 25 zu trainieren, weil wir wissen ja, dass die Trainer auf der nächsten Route wahrscheinlich sowieso alle wieder ultra schwach sind. So, Schlafbruder. Boah, er hat dich getroffen. Hype. Boah, ich habe dich getroffen, natürlich. Oh, hätte ich getroffen. Hype. Oh, ich habe getroffen. Krass. So. Die Sache ist, ich kann ihm aber keinen Schaden machen, weil ich habe nur Rankenhieb. Yay. Gengar pennt erstmal eine Runde. Jo, gucken wir mal. Wow. Heftig. Na. Ja. Ja, ne, vielleicht schläft er ja 20 Runden, weil das Spiel buggt oder so. Das kann natürlich sein. Ja. So, er schläft auf jeden Fall lange. Das ist schon mal gut. Nützt uns leider im Endeffekt gar nichts, weil wir einfach keinen Schaden machen können. Aufgewacht, Hypnose. Ey, es geht sogar daneben schon wieder. Versuch's nochmal mit Schlafbruder. Vielleicht hat der Hypnose-Glück ihn gerade verlassen. Ja, ganz offensichtlich. Aber Schlafbruder trifft leider auch nicht oft. Und irgendwann musste er natürlich wieder treffen. Na gut. Hm, was jetzt wohl für eine Attacke kommt? Doch wohl nicht etwa der Traumfresser? Tschüss. Level 25. Ja, ja, man kann auch übertreiben. Tschüss, Klofenser. War nett mit dir. Joa. Nö, den versuche ich nicht nochmal. Das ist zwecklos jetzt. Ich gehe erst die Routen ab. Bodo. Bodo, was willst du jetzt? Hey, Bodo hier! Warum zeigst du nicht die Technik in einem wahren Kampf? Du kannst da gerne warten, bis du schwarz wirst, denn ich habe jetzt anderes zu tun. Ich muss trainieren, indem ich einfach das Spiel weitermache. Ja, wir besiegen Jens ein andern Mal, Leute. Nicht in diesem Part. Der ist noch zu stark. Der Kesselberg ist wie ein Irrgarten, also verlauf dich nicht. Na schon, können wir da überhaupt schon lang? Können wir tatsächlich schon. Können wir tatsächlich schon. Mit dem Hyperball, der da einfach so rumliegt. Kesselberg, Wasserfallhöhle geradeaus. Ja gut, da können wir aber ohne Kaskade noch nicht viel machen. Na gut, dann gehen wir erst nach Westen. Und wir hier nichts machen können. So, ich hoffe, ich kann da aber auch ein bisschen lang, weil sonst muss ich wirklich ein bisschen trainieren. Das wäre echt uncool, weil dann wäre ich echt hardcore überlevelt. Okay, ich darf durch. Das ist gut. Wo sagtest du, kommst du her? Neuburg, ja? Hm, Professor Lind wohnt dort, nicht wahr? Du hast einen langen Weg auf dich genommen, um hier zu gelangen. Das stimmt. Wirklich schon ganz schön weit weg. So, Trainer dieser Welt. Lasst mich euch herausfordern. Ich muss trainieren. Dem, fliege hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. Natürlich, gegen meinen Weberack. Das ist doch gemein. Mein armes kleines Weberack, mein Spinnchen. Dam, dabbeldi-dam. So, Vogelfänger Tino mit seinem Daudu. Level 15, sag ich doch. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt Level 25. Das wäre... hart übertrieben. Vielleicht habe ich dann bald auch schon ein Ariados, wenn ich das nächste Mal zu jetzt gehe. Ja, wahrscheinlich habe ich dann schon ein Ariados. So, Fukano. Du darfst erstmal hier wieder ein bisschen kämpfen und ein Level-Up gleich kassieren. Ich muss mal gucken, wann ich Fukano entwickle. Ich glaube, Fukano lernt in der zweiten Gen... tatsächlich nicht allzu viele gute Sachen. Nur weiß ich gerade nicht, wann es die Evolutionssteine gibt. Hm. Natürlich trifft er fünfmal.
Mensch, das ist irgendwie verflucht. Entweder man trifft zweimal oder fünfmal und man pennt generell fünf Runden. Nee, nee, nee. So. Gibst du mir Erfahrungspunkte und kein Level-Up natürlich. Das ist voll gemein. Das ist voll gemein. Ich versuch's trotzdem mal. Wenn der Furienschlag nicht wieder fünfmal trifft, sollte das eigentlich machbar sein. Eigentlich schon, auch wenn es Level 16 ist, ein Level höher als eben. Na gut, dann bringt es ein bisschen mehr Erfahrungspunkte und sie werden nicht gesplittet durch Weberak, deswegen kriegt Vulcano sein Level ab. Oh, der macht 6 Schaden, haben wir das richtig gesehen gerade? Nee, 5. Ich sag's doch. 2 oder 5 Mal, was anderes gibt es nicht. Wie doof ist das denn? So. Erinnert euch an Wasserknopf Enser gegen ein Flug-Pokémon? Ja. Der letzte Schneider wird ausreichen, aber es ist natürlich langsamer. Das habe ich jetzt irgendwie verdrängt. Aber ich will endlich eine Ultrigaria haben. So lange kann das ja nicht mehr dauern. 22 dann wahrscheinlich, oder? Genauso bei Ultrigaria muss ich dann auch mal schauen, wann ich es entwickle, tatsächlich. Denn da wird ja der Blattstein benötigt. So, Mogel. Ah, Mogel ist ja schon 21. No, verschwendete Erfahrungspunkte. Nein, wirklich. Nur vorgegriffen, nur ein bisschen vorgegriffen. So, der Muggelbaum, der ein bisschen muggelt und ein Baum ist, wirft jetzt Steine auf den Vogel. Auf den Strauß. Wir haben nicht auf den Blumenstrauß, sondern auf den Vogelstrauß. Ja, darauf basiert Dodo. Beziehungsweise, nee, es gibt irgendeinen anderen Begriff, worauf es exakt basiert. Aber das Tier habe ich leider vergessen. Ich fühle mich, als würde ich mich selbst in die Luft heben. Es ist auf jeden Fall irgendeine... Ja, endlich! Sehr schön! Es ist auf jeden Fall irgendeine Unterkategorie von einem Strauß. Schön, Knuffensa, Knuffensa. Oh yeah. Blup. Wedelt ein bisschen mit dem Blatt rum. Glückwunsch, der Knuffensa wurde zu Ultrigaria. 21 war es. Okay, ich war nah dran. Ich dachte, es wäre 20 ursprünglich und dann 22. Okay, es war 21. So, schön. Zeig mir nochmal deine Werte. Du hast bestimmt einen hohen Angriffswert, oder? Der mir nichts bringt, weil ich speziell angreife. Ja, oh, der Spezialangriff ist aber auch gut. Ja, sehr schön. Ja, sowieso. Bei... Satzenia kann man beides spielen. Meiner ist ja ein Sonnensweeper mit Wachstum. Beide Angriffswerte stark erhöhen in der Sonne. Das ist schon sehr, sehr episch. Upsala. Hoppla. So, als nächstes ist dann Weberak dran mit der Entwicklung. Geht doch, Leute. So langsam aber sicher ist unser Team voll entwickelt. Was gibt es überhaupt für Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Lass es uns gemeinsam herausfinden. Tauboga. Ich habe schon Taubsi. Ich habe schon Taubsi. Ich könnte einfach direkt Tauboga fangen, aber... Nee, muss nicht unbedingt sein. Das muss nicht unbedingt sein. Hi, du da. Du scheinst dich mit Pokémon auszukennen. Gibst du mir bitte einige Ratschläge? Ja, ich gebe dir einige Ratschläge. Zeig mir, was für deine Pokémon und dann können wir weiterreden. Hast du Cleopatra im Team? Wenn ja, nimm es raus. Ah, Moment, war falsche Generation. Oho. Gyro Rosemarie. Operator Veronica. Muss ich gerade wieder denken an den Livestream neulich. Ein Vati. Wäre natürlich auch eine schöne Alternative. Allerdings hatte ich schon Ampharos in meiner Hard Gold Nuzlocke. Und deswegen muss ich mich unbedingt jetzt nochmal mitnehmen. Radikal wäre eigentlich echt gut gegen Jens, weil es so stark ist. Problem ist leider, ich habe keine Attacken, die mich irgendwie was reißen könnte. Das ist es, was es so komisch macht. Und Eton. Ding, dididim, dididim. Und dann guckt er so, was ist los? Ich weiß es doch selber nicht. Hier, der Hyperzahn, den schenke ich dir. Und du kratzt mich einfach aus Dank. Ist das so nett? Schon mal nochmal einen Critical Hit sogar noch. Nochmal ein Funfact, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber Enton ist das allererste Pokémon, was ich jemals selbst gefangen habe, auf der Edition eines Freundes auf der Seeschauminsel. Ich verstehe, so kämpfst du also. Ach ja, Tipps wolltest du haben. Mach einfach so weiter, passt schon. Die Pokémon sind ja ganz cool gewesen. Ich war im Ausland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. So, so. Wobei ich das andere Pokémon von ihr schon wieder vergessen habe. Was war das? Enton und das erste war... ich habe es tatsächlich vergessen. Wow. Krass, nee, ist weg. Kurzzeitgedächtnis, ahoi. Wow, Radikal macht keine Gefangenen. Jetzt ist es noch gefährlicher, als es vorher war. Klingt logisch, ist ja auch entwickelt, ne? Deine Fähigkeiten sind spitze. Und ich wollte immer noch in den PC gucken, was meine Mutti mir so gekauft hat. Hi, hallo, du bist bestimmt so nett und zeigst mir deine Pokémon. Ja, warum will jeder meine Pokémon sehen? Das ist irgendwie komisch. Hallo, du. Das sind aber schöne Pokémon. Komm, ich zeig dir mal richtige Pokémon. Nee, 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 Schönheit Jutta schickt Hoppsprossen ins Rennen. Oh je. Oh je, mene, oh je, mene.
So, eine Bissattacke, ein Hyperzahl meine ich, sollte das auch besiegen mit einem Schlag. Ja. Keine große Überraschung hier und ein Level-Up ist auch noch mit drin. Schön, ja Leute, das Training zahlt sich aus, hoffentlich. Na, wobei Radikal so drin. Lernte Radikal nicht mal irgendwie Biss oder so? Wäre irgendwie mal nett, weil es auch logisch wäre, es ist eine Ratte, es sollte Biss können. Oder habe ich die Attacke irgendwie versehentlich vergessen lassen? Nee, habe ich nicht. Nee. Das muss es noch irgendwie lernen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wäre schön. Würde mir enorm helfen gegen Jens. Ich bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Danke. Vor allem, weil Radikal auch schnell ist und einige seiner Pokémon outspeeden sollten. Wie zum Beispiel das Alpollo. Das Gengar war eher nicht, aber das Alpollo definitiv. So, dann ein bisschen Tyrakorb-Action jetzt wieder. Und was haben wir da? Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Beere. Einfach nur eine ganz normale Beere. Na gut. Hätte ich doch nur die Aufwachtbeeren. Habe ich vielleicht welche und habe es einfach nur übersehen? Ingefähre, Bitterbeere, Verwirrung, Paralyse. Eisbeere, Brandbeere. Nee, ich habe gegen alles Beeren, außer gegen Schlaf. Das, wo ich es am nötigsten brauchen würde. Schade aber auch. Jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. Okay. Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ich helfe dir dabei. Vielleicht hast du dann noch einige neue Erkenntnisse, die dir irgendwie helfen, auf dem Weg ein Schuljunge zu werden. Nee, Moment, du bist schon ein Schuljunge. Lutz mit seinem Pantimos. Pantimos. Kriegt den Surfer. Ja. Meditation. Wow. Das sieht interessant aus. Es zerläuft erstmal ein bisschen. Jetzt wobbelt es noch ein bisschen im Wasser. Nee. Mist. Dachte ich mir schon, dass er sich die Hälfte abziehen wird. Das dachte ich mir leider schon. Denn wie das Psycho-Pokémon ja normalerweise so üblich ist, die halten speziell nicht gerade wenig aus. Und Tschüssikowski, Pantima. Ach Quatsch, Tschüssikowski noch nicht. Noch nicht. Oh. Konfusion, auch eine schöne Animation. Fast genauso Psychokinese. Psychokinese sieht noch ein bisschen brutaler aus, ein bisschen heftiger. Was daran liegen könnte, dass Psychokinese eine stärkere Attacke ist, fragt ihr? Ah, eventuell. Vielleicht ist das nur Zufall. Naja, selbstverständlich. Schuljunge Lutz. Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. Auch stündisch gelernt. Ich fürchte auch. Meine Pokémon und ich sind wunderschön, nicht wahr? Wollen wir nochmal gucken. Je nachdem, was du für Pokémon einsetzt, könnte ich mich darauf einlassen, ja zu sagen. Corazon. Ja, definitiv. Corazon ist toll. Auch wenn es hier echt riesig aussieht. Ein Surfer. Ist ja neutral effektiv. Na? Sehr gut. Corazon ist auch so ein Pokémon, das wollte ich mir immer mal züchten. Nicht, weil es besonders mächtig ist, sondern einfach, weil ich es mag und Bock und weil ich habe so viele Pokémon gezüchtet, die eigentlich nicht wirklich stark sind. Und habe dabei auch merkwürdigste Experimente gestartet. Wenn ich immer nur mal mein Fornifras angucke, das merkwürdigste Set, was ich jemals gemacht habe. Aber das habe ich auch schon mal erwähnt. In der Weißduo-Log. Ja, aber sowas macht halt Spaß. Einfach mal ein bisschen Randomness ausprobieren. Manchmal klappt's ja. Biss, okay, das ist schon mal das erste Pokémon, was Biss lernt. Jetzt fehlt's noch bei Radikal und schon können wir Jens eigentlich wieder mal probieren. Der Silberblick, den brauche ich jetzt ohne mehr. Er lernt Biss. Sehr schön. Und Tiffy wurde besiegt. Wir trinken wirklich Kumu-Milch. Ja, das möchte ich mir auch mal holen. Die ist nämlich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat die. Attacken. So. Sehr gut. Sehr gut. Okay, gibt's hier noch ein paar Trainer? Tipps für Trainer. Wenn ich Pokémon weiterbilden, kannst du den Prozess abbrechen, wie du B-Knopf drückst. Pokémon erschrickt dann eigentlich voll brutal. Ja, endlich werde ich erwachsen. Dann nope, wirst du nicht. Eiskalt. Dim. Ist kein Trainer da. Ich habe einfach nur Glück gehabt und der ist kurzsichtig. Minzbeere, ist das vielleicht die aufweckt? Nee, weitsichtig, oder? Warte mal, weitsichtig sind die nicht kurz gucken können. Die nicht kurz gucken können, wie das klingt. Warte, ich bin kurzsichtig und ich habe Probleme mit weit gucken. Ja, doch, dann ist er weitsichtig. Oder? Bin ich jetzt Autoaufwecker? Aha, sehr schön. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich bin da immer wieder verwirrt bei kurzsichtig und weitsichtig und so weiter und so fort. Mu.
Mäh. Nein, natürlich auch Mu. Da mut der mich einfach an. Ich will wissen, ob du ein Trainer bist. Bist du wirklich? Zeig doch mal, was deine Pokémon drauf haben, Mann. Na gut, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Naja, eigentlich schon, aber ich war eben verwirrt, dass er mich nicht angequatscht hat. Also vorher angequatscht hat und so weiter. So, Mann, ihr wisst doch, was ich meine. Psycho schickt seinen Fleckmon ins Rennen. Das ist hervorragend, dann kann ich gleich mal einen Test durchführen. Und zwar, wie stark ist der Biss? Wie stark ist der Biss? Ich habe den Biss. Ja. Kann sich sehen lassen. Ist zwar nur ein Fleckmon, aber trotzdem. Trotzdem. Die Rauchesangriff sinkt und hier kommt ein weiterer Bissangriff. Sehr schön. Die Attacke ist übrigens sehr effektiv, wollte ich nebenbei mal angemerkt haben. Was hast du noch? Noch ein Fleckmon. Okay, da werden wir nochmal zubeißen. Rams. Ja, Leute, ich muss da mal gucken, wann ich Jens besiege. Vielleicht noch nicht im nächsten Part. Ich muss da erstmal, vielleicht trainiere ich auch. Boah, ich will nicht trainieren. Die Gegner sind da nicht so stark bisher. Ich überlege mir was. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall im nächsten Part noch normal weiterspielen und die Trainer besiegen. Wir klatschen Jens schon irgendwann um. Müssen wir ja, logischerweise. Aber vielleicht dauert es noch ein bisschen. Psycho André wurde besiegt. Hey, deine Pokémon sind sehr fähig. Dankeschön, Dankeschön. Und wer ist das schon wieder? Mama, hast du mir wieder irgendeinen Müll gekauft, den ich mir abholen kann? Eine tolle Puppe. Oh, sehr schön. Und steht einfach in meinem Zimmer. Ich denke, ich werde offscreen mal losgehen. Also hier danach und gucken, was sie mir gekauft hat. Oh nein. Muh. Sein Ruf ist schwach. Es ist krank. Miltank ist krank. Es braucht viele Beeren. Ich habe Beeren. Miltank ist krank. Es braucht viele Beeren. Gucken wir mal nebenan, ob wir da vielleicht ein bisschen dem Miltank was Gutes tun können. Hi. Unsere Milch wird sogar in Kanto geliefert. Wenn unser Miltank keine Milch mehr gibt, haben wir echte Probleme. Ja, wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Erzählt mir davon. Mein Miltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gern. Es würde mir viel Milch geben, wenn es mit vielen Beeren füttern würde. Achso, glaube ich zumindest. Kann ich es dann jetzt füttern einfach? Muh. Gibst du Miltank-Beere? Ja, klar. Muh. Wie viel braucht es denn? Ich weiß es nicht. Von mir aus alle Beeren haben, die ich habe. Außer die Aufweckbeere, die gebe ich dir nicht. Miltank ist etwas gesund. Yay. Muh. Aber immer noch schwach. Ja, habe ich überhaupt noch Beeren? Mhm. Miltank ist viel gesünder geworden. Ja, aber immer noch schwach. Christa hat gar keine Beeren. Oh, schade. Na gut. Wenn wir Beeren finden, wissen wir, wohin damit. Ich würde aber sagen, das war's erstmal für heute mit Pokémon Kristall. Ich werde offscreen zurückgehen und mein Team wieder heilen und mal im PC gucken, was ich so Schönes von meiner Mutter bekommen habe. Und dann gucken wir mal, wann wir das nächste Mal Jens herausfordern. Oh je. Bis dann, Leute. Ciao.